Und zwar haben wir hier einmal die Kupplung. Das hier ist einmal der Wandler. Und die gelbe Feder, das ist die Gegendruckfeder. Aber die haben wir ja letztes Mal schon ausgetauscht, wo wir die Variomatik gemacht haben. Jojojo Leute, was geht ab? Euer Harzweiler hier wieder am Start. Heute kommt endlich mal wieder ein Video vom Zip-Roller, denn die neuen Teile von ScooterTech sind da. Vielen Dank nochmal an ScooterTech, die mir die Teile vergünstigt zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, ich habe trotzdem was dafür bezahlt, aber ich habe es ein bisschen günstiger bekommen. Ja, für alle, die ihren Roller auch noch ein bisschen aufpimpen wollen, ich habe von ScooterTech unten den Link mal reingehauen. Da könnt ihr einfach mal drauf gehen und ja, falls was Passendes für euch dabei ist, könnt ihr euch ja was bestellen. Ja, ansonsten für alle, die noch Merch brauchen... Der Merch-Shop ist auch unten verlinkt. Kaum zu glauben, aber wahr. Ja, dann haben bestimmt mega viele schon mitbekommen, dass ich einen Zweitkanal auf YouTube habe. Da kommt aber ganz anderer Content. Also da wird jetzt nichts mit Roller oder Motorräder kommen, sondern da kommen andere Videos. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was kommt denn da so genau auf den Zweitkanal? Und zwar kommen da Lost Place Videos. Da wollen wir dieses Jahr in die Richtung Chaos irgendwas machen. Die Videos werden auch auf den Kanal kommen. Dann Sondervideos. Ja, sowas so grob. Vielleicht mit den Hunden noch was. Mal schauen. Den Link haue ich euch unten mal rein. Könnt ihr einfach mal vorbeigucken. Es ist schon ein Video online und jetzt am Wochenende kommt eigentlich ein neues Video. Ja, und wenn euch der Content da gefällt, lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Würde ich mich echt mega drüber freuen. So, jetzt fangen wir aber an, am Roller rumzuschrauben. So, hier haben wir die schöne Kiste. Fangen wir mal an. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. So, als erstes haben wir hier eine Kupplungsglocke und zwar von Polini. Hier ist er. Sieht gut aus. Ja, die mache ich aus dem Grund neu, weil wir eine neue Kupplung auch verbauen. Deswegen ist es immer sinnvoll, auch eine neue Kupplungslocke zu verbauen. Ja, wie man nämlich an der alten Kupplungslocke sehen kann, die ist nämlich echt schon ein bisschen angelaufen. Deswegen habe ich gedacht, die tauschen wir auf jeden Fall mit aus. Wie gesagt, wenn man Kupplung neu macht, immer Kupplungslocke gleich mittauschen. Ja, dann haben wir hier einen nagelneuen Keilriemen von Stage 6. Wenn ihr beim Roller den Antrieb neu macht, immer Keilriemen mit neu machen, weil das ist das Teil, was wirklich am schnellsten und am meisten verschleißt, einfach der Keilriemen. Wir können mal den alten dagegen halten. Das ist der alte Keilriemen. Boah, das ist jetzt so schwer. So, wir halten das hier mal irgendwie. Fokussiert, Kamera, bitte. So, jetzt hat die Kamera so halbwegs fokussiert. Aber wenn man jetzt mal guckt, sieht man, dass der neue Keilriemen ein ganzes Stück breiter ist. Deshalb tauscht man den auch aus. Zudem ist es der Original-Keilriemen und ein Racing- oder Sport-Keilriemen hat einfach mehr Grip im Antrieb. Das heißt, der rutscht nicht so schnell durch und der hält einfach mehr Belastung aus. So, dann haben wir eine schöne neue Kupplung. Und zwar haben wir von Malossi die Fly-Clutch. Sehr nice. 107 mm Kupplung. Passend dazu habe ich noch einmal die roten Federn bestellt. Das sind die ganz harten Federn von Malossi. Ich habe aber auch noch ein anderes Federset hier von Malossi. Von daher haben wir genug Federn zum Abstimmen. So, und zu guter Letzt haben wir hier noch eine Riemenscheibe von Stage 6. Sehr edel. Aus. Das ist nämlich echt ein gutes Stückchen. Sehr edel. Boah, die sieht schon geil aus. Kann man sagen, was man will. So, jetzt fragt ihr euch, was ist der Unterschied? Das hier ist eine richtige Racing-Scheibe. Das sieht man schon daran, dass wir hier die Zacken hier oben nicht mehr haben. Die Zacken sind nämlich dafür da, für den elektrischen E-Starter. Den brauchen wir sowieso nicht mehr und bei Racing-Rollern wird der E-Starter sowieso immer ausgebaut. Der nächste Vorteil ist, dass die Riemenscheibe hier um einiges leichter ist als die Originale. Ich möchte mal sagen, vom Gewicht her bestimmt bald die Hälfte. Das macht schon immer viel aus, denn je leichter der Antrieb wird, desto weniger Kraft braucht der Motor, um das alles in Gang zu bringen. Also ist sowas immer gut, wenn man Gewicht einsparen kann. Der nächste Vorteil ist einfach, dass die Originalriemenscheiben meistens immer aus Stahl gepresst sind. Das heißt gepresst. Dadurch sind die nie präzise von der Steigung her. Und die Scheibe hier, die ist
präzise per CNC gefräst worden. Nächster Vorteil. Zudem ist der Steigungswinkel hier auch optimiert worden. Das ist immer ganz wichtig, der Steigungswinkel, wie beim Wandler. Ja, das sind so grob die Unterschiede davon. Ja, ich werde dafür, wir bauen uns alles ein. Der letzte Stand war ja, dass wir die Ölpumpe komplett ausgebaut haben. Wir haben die Variomatik schon mal komplett rausgenommen. Hier hinten ist die komplette Vario-Einheit noch drin. Das heißt, Kupplungsglocke, Kupplung, Wandler, das werden wir jetzt hier lösen und einmal runternehmen. So, ich habe jetzt die Mutter gelöst mit dem Schlagschrauber. Jetzt haben wir hier die Kupplungsglocke. Da, die kommt weg. Hier haben wir jetzt den Rest. Das können wir jetzt einfach so runternehmen. Und zwar haben wir hier einmal die Kupplung. Das hier ist einmal der Wandler. Und die gelbe Feder, das ist die Gegendruckfeder. Aber die haben wir ja letztes Mal schon ausgetauscht, wo wir die Variomatik gemacht haben. Und jetzt, wo wir alles draußen haben, werden wir es einmal gründlich mit Bremsenreiniger nochmal sauber machen. Denn viele wissen ja, dass ich überall Öl drin hatte. So, hier nochmal ausspülen. Schön großzügig auch. Und wie ihr sehen könnt, kommt da mal ordentlich was an Dreck zusammen. Jetzt sind wir hier im Putzlappen und ja, machen das nochmal richtig schön sauber hier. Gerade hier unten ist auch viel grober Dreck. Das sieht jetzt schön ordentlich aus. So, und dann nochmal ein kleiner Tipp von mir. Bei den Neuteilen macht die auch einmal mit Bremsenreiniger sauber, denn oft sind noch Rückstände drauf von den Fertigungsprozessen, irgendwelche Schneidöle und so weiter. Deshalb einmal kurz mit Bremsenreiniger auch reinigen. So, jetzt beginnt aber auch schon der größte Spaß. Und zwar müssen wir als allererstes die Kupplung wechseln. Dafür müssen wir hier oben die Mutter lösen. Aber jetzt kommt das Gefährliche. Und zwar ist diese Feder, die jetzt hier auf gute 5 cm geschrumpft ist, ist eigentlich 10 cm ungefähr lang. Also ungefähr so hoch. Und die wurde zusammengedrückt, deswegen auch Gegendruckfeder. Wenn ihr die Mutter hier oben löst, wird die Feder in ihre Ausgangsposition zurückgehen. Also wird sie mit voller Wucht die Kupplung von sich wegschießen. Ich möchte mal sagen, da haben schon so einige, die keine Ahnung hatten, die Mutter hier oben gelöst und dann ist ihnen die Kupplung in die Fresse geflogen. Muss man einfach wortwörtlich so sagen. Deshalb macht es am besten immer zu zweit. Dass einer die Kupplung so gesehen so nimmt und noch so zusammendrückt. Und dann kann der zweite mit einem Schlüssel die Mutter hier lösen. Oder ihr seid etwas erfahrener, dann könnt ihr die auch easy alleine lösen. Ich werde das jetzt mal machen. Ich werde die Mutter jetzt hier lösen und die Kupplung, also die neue Kupplung einmal hier drauf montieren. So, die alte Kupplung ist runter. Hier haben wir sie. Hier haben wir jetzt einmal die neue. Hier tauschen wir jetzt aber gleich noch die Federn, denn die weißen Federn, muss ich gleich mal nachgucken, sind glaube ich die ganz weichen Federn. Und wir wollen die harten Federn reinmachen. Wie ich das jetzt losgemacht habe alleine, das werde ich euch in diesem Video nicht verraten. Denn das ist wirklich gefährlich. Und ich will, dass das keiner nachmacht, der keine Ahnung davon hat. Deswegen werde ich das nicht sagen. Und für alle Leute, die davon Ahnung haben, die wissen, wie das geht, dass man, wie man die alleine easy loskriegt, ohne Spezialwerkzeug. Wie gesagt, als nächstes wechseln wir jetzt hier die Federn. Und dann bauen wir die Kupplung auch schon wieder ein. Yeah! So, wir haben jetzt den ganzen Antrieb wieder drin. Hinten haben wir jetzt die neue Kupplung drin, die roten Kupplungsfedern. Hier haben wir die Polini Kupplungsglocke, Keilriemen. Und hier vorne auch die Riemenscheibe haben wir neu gemacht. Jetzt machen wir die Variomatikdeckel wieder drauf und dann mal gucken, ob es was gebracht hat. Ich bin gerade fertig geworden. Ich habe mit dem Zipping gerade auch noch eine kleine Testfahrt gemacht. Läuft so jetzt erstmal ganz gut, deswegen will ich ihn jetzt erstmal oben auf den Spot ein bisschen fahren. Und dann gucke ich nochmal nach, ob ich eventuell was anders abstimmen will. Aber wie gesagt, erstmal will ich damit ein paar Kilometer fahren. Aber es fühlt sich jetzt schon ganz gut an, deswegen denke ich mal, dass ich ja nicht mehr allzu viel ändern werde. Aber wenn ich hier oben beim Spot bin, dazu wird ja nochmal ein extra Video kommen, wo wir wieder ein paar Readies üben. Habe ich schon mega Bock drauf. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis ihr denn. Ciao, ciao und tschüss.